Das You and I Welcome Café ist ein Teilprojekt von Wir sind Heidelberg, ein Projekt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Mit You and I, sagen wir schon, wollen wir Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch Freunde zusammenzubringen, aber vor allem auch Organisationen, die in Heidelberg aktiv sind, die Möglichkeit geben, an Neu-Heidelberger heranzukommen und umgekehrt Neu-Heidelbergerinnen zu zeigen, was für ein vielfältiges Angebot die Stadt hat. Wir sind hier beim You and I Welcome Café, weil wir uns in unserer Organisation auch für interkulturellen Austausch einsetzen und da die Verbindung zum interkulturellen Zentrum dann natürlich besteht, die das Event heute hier organisieren. Was wir konkret machen ist, wir organisieren Austausch, Praktika und Projekte weltweit für Studierende und generell eigentlich Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren. Wir sind ja für Heidelberg sozusagen die Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement, freiwilliges Engagement und haben gedacht, das ist eine gute Idee, Welcome Café, hier kommen viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Interessen und Bedürfnissen und vielleicht ergibt sich ja irgendwie ja, durch ein freiwilliges Engagement auch nochmal die Möglichkeit, in Heidelberg neue Kontakte zu knüpfen. Wir machen hier mit, weil wir auch Flüchtlingsarbeit machen und generell relativ offen sind und uns hier einfach mit einbringen wollen in die Gesellschaft und zeigen wollen, was so möglich ist. ASG Heidelberg ist gegründet worden, um politische Interessen zu verfolgen. Es geht darum, internationale Freundschaften und Kontakte zu pflegen. Und gerade wir in Heidelberg sind vor allem in der Erasmus-Arbeit tätig, machen diverse Events mit und für Erasmus-Studenten, aber nicht nur. Ich bin Vincent Klinkhammer vom DAD Freundeskreis und wir machen hier mit beim Welcome Café, weil wir unsere Erfahrungen, die wir selbst im Ausland gesammelt haben, auch den Leuten geben wollen, die hier nach Deutschland kommen. Und hauptsächlich der Fokus ist, dass die Leute, die hier hinkommen, ein bisschen die Chance haben, die deutsche Kultur zu erleben. Zum Beispiel bieten wir Ausflüge an oder Museumsbesuche. Ja, also wir sind hier, weil wir ja schon vor anderthalb Jahren beim Welcome Brunch waren und wir sind halt immer an interkulturellen Austausch interessiert. Wir finanzieren Stipendien in Kriegs- und Krisenregionen. Wir arbeiten nach dem Motto Bildung fördern, Selbsthilfe ermöglichen. Und um das Ganze finanzieren zu können, haben wir natürlich verschiedene Events in Heidelberg. Also die Termine stehen jedes Mal auf der Homepage des interkulturellen Zentrums unter www.iz-heidelberg.de. Und wir wollen im Quartal immer 3 bis 4 Veranstaltungen dieser Art anbieten.